Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Deutschnachhilfe im Netz. Heute geht es bei mir um dieses unglaublich wunderschöne Thema der Partizipien. Und im Deutschen haben wir zwei Gruppen der Partizipien und die nennen sich ganz einfach. Einmal das Partizip 1 und das Partizip 2. Der Unterschied, allein der rein optische Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt darin, dass das Partizip 1 meistens auf dem END oder auf ND endet und das haben wir dann sowas wie als Beispiel liebend, schlafend, so in die Richtung. Das Partizip 2 endet auf einem T oder auf einem EN und hat in den meisten Fällen noch die Vorsilbe oder das Präfix GE davor. So als Beispiel haben wir da geschrieben, zum Beispiel, da habe ich das GE und das EN oder gesucht, auch GE am Anfang und T am Ende. Das sind die beiden optischen Unterschiede der beiden Partizipien im Deutschen. Aber wie die verwendet werden im Deutschen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es da drei unterschiedliche Formen, wie man Partizipien anwenden kann. Einmal haben wir, man kann Partizipien als Adjektiv benutzen. Man kann, oder Partizipien sind Teil einer Partizip Gruppe oder es ist Teil einer zusammengesetzten Verbform. Zusammengesetzte Verbform. Beispiele dafür habe ich auch, und zwar habe ich die blühenden Blumen zum Beispiel. Da haben wir das Partizip wie ein Adjektiv. Oder in unserer Stadt gedrehten Filme zum Beispiel, da benutzen wir das Partizip auch als ein Adjektiv. Als Partizip, als Teil einer Partizipgruppe, zum Beispiel in guter Laune miteinander sprechend. Da haben wir eine Partizipgruppe und da wird das Partizip als Teil einer Partizipgruppe verwendet. Und auch als zusammengesetzte Verbform, zusammen mit einem Hilfsverb natürlich. Sowas wie Barbara ist nach Köln gefahren. Da habe ich die zusammengesetzte Verbform, ich schreibe das mal kurz auf, aus ist und gefahren. Da habe ich hier das Hilfsverb und habe ich hier gefahren, fängt mit dem GE an und hört auf dem EN auf. Das Partizip 2, das nutze ich halt für die zusammengesetzten Verbformen hier. Ich schreibe das nochmal hin. Das brauche ich hier für die passiven Verbformen. Verbformen. Also wenn ich eine passive Satzkonstruktion bilden möchte, also nicht ich esse, sondern ich werde gegessen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, oder? Ich bleibe bei ich esse, ich werde gegessen. Gegessen habe ich einmal. Ich esse ist die aktive Form und ich werde gegessen. Wenn ich das nochmal kurz aufschreibe, habe ich die passive Verbform. Die passive Verbform habe aber hier das Hilfsverb und habe hier die Verbform als Partizip 2 mit GE am Anfang und der Endung EN.